Immer mehr Router werden Opfer geplanter Obsoleszenz. Nachdem ihr Support abgelaufen ist oder ihre Hardware zu schwach wird, landen sie einsam und allein auf der Straße und müssen ein netzwerkfreies Leben auf der Müllheide verbringen. Wie kann man nur diesen armen Routern helfen? Hallo und herzlich willkommen. Wie nach diesem äußerst kreativen Intro nun klar sein muss, geht es in diesem Video um OpenWRT. Das Video ist genau das Richtige für dich, wenn du noch nichts über OpenWRT weißt und du Neuling auf dem Gebiet bist. Aber was ist dieses OpenWRT überhaupt? OpenWRT ist eine Open Source Linux Distribution, also sowas wie zum Beispiel Ubuntu oder Linux Mint. Zudem ist die Benutzung speziell für eingebettete Systeme gedacht. Darunter zählen unter anderem auch Netzwerkrouter oder auch der sehr bekannte Raspberry Pi. Aber was bringt ein OpenWRT jetzt überhaupt? Ihr könnt nämlich OpenWRT auf euren Router installieren, um so die Funktion eures Routers zu erweitern. Da OpenWRT ein stinknormales Linux-System ist und ihr Root-Rechte besitzt, könnt ihr unter anderem dort euer Netzwerk nach den eigenen Bedürfnissen anpassen, die Benutzeroberfläche nach eigenem Belieben komplett gestalten, die Leistung sowie die Sicherheit eures Routers verbessern, eigene Software wie zum Beispiel das IDS Snort darauf installieren. Auf Snort möchte ich vor allem im späteren Verlauf des Videos näher eingehen. Vor allem kann man so seinen totgekloppten Router wieder zum Leben erwecken, weil man ihn abgestöpselt hatte, da durch den Hersteller der Support bereits schon eingestellt worden ist. Es gibt unzählige Gründe, wieso man auf seinen Router OpenWRT installieren sollte. Daher werde ich im nächsten Abschnitt zeigen, wie man herausfinden kann, ob der eigene Router OpenWRT unterstützt. So, also wie könnt ihr herausfinden, ob euer Router OpenWRT unterstützt? Also als erstes empfehle ich euch, schaut euch mal auf der OpenWRT-Webseite herum. Hier gibt es viele interessante Sachen zu sehen über die Geschichte von OpenWRT, über den einzelnen Versionen. Also da gibt es jede Menge Quellen. Und ist einfach gut, das mal zu wissen, auf jeden Fall. Ja, und auf der Webseite findet man einen Abschnitt zu den Supported Devices. Und hier kann man sich eine Liste anzeigen lassen, welche Router oder allgemeine, welche Systeme unterstützt werden. Auf der Webseite ist hier von SoC Target die Rede, also welcher Chipsatz wird bei OpenWRT supported. Und hier sind auch noch weitere Anforderungen, die zu beachten ist. Also der Router sollte auf jeden Fall eine gewisse Anzahl von RAM, also Arbeitsspeicher und Massenspeicher, also Flash haben. Hier ist auch die Rede von 4 MB Flash und 32 MB RAM. Das ist das absolute Minimum, aber jeder Router, der seit den letzten Jahren erworben wurde, sollte locker diese Hardware-Spezifikation erfüllen. So, ich gehe jetzt hier mal auf diesen Link zu Target drauf und da sieht man ganz viele komische Begriffe. ADM 5120, Cobalt, x86. Also die meisten Begriffe werden einem wahrscheinlich nichts sagen, aber so ein paar, die stechen direkt heraus, zum Beispiel MediaTek, von MediaTek, das sind noch so Prozessoren, davon hat man schon mal gehört, oder x86, das ist doch diese bekannte Prozessorarchitektur, wo jeder PC drauf läuft. Ja, wenn man jetzt ein Router-spezifisches Modell im Kopf hat, bringt einen diese Liste natürlich wenig, weil man weiß ja nicht, welcher Prozessor im Router verbaut ist. Dieses kann man aber halt durch Recherche herausfinden. Also meistens geben es die Hersteller direkt an, welcher Prozessor eingebaut ist, zum Beispiel MediaTek XY oder Qualcomm XY, und dann kann ich danach gehen. Oder man geht halt direkt nach dem Routermodell. Hier als Beispiel ist hier eine Fritzbox, eine AVM Fritzbox, welche ich hier mal direkt aufgesucht habe. Und hier sehe ich, das wird sofort unterstützt. Ich kann mir die Version herunterladen.
Und ich sehe auch, welche Version verfügbar ist. 23.05, also auch eine aktuellere Version. Und genau, also so kann man das einfach herausfinden. Auf der Webseite von OpenWrt hier schauen. Entweder man steigt da mit der Architektur durch und weiß, was da drin verbaut ist und sucht sich dann direkt die Version raus. Oder man geht direkt auf die spezifische Router-Seite. Und wenn man dann hier drauf ist, kann man sich auch die jeweilige Installationsanleitung anschauen lassen. Und wie man OpenWrt installieren kann, darauf gehe ich im nächsten Teil drauf ein. Also, wie könnt ihr OpenWrt installieren? Ich empfehle es vor allem Anfängern, sich erstmal herumzuschauen in der Community, im OpenWrt Forum, auf YouTube oder wenn man einfach bei Google eingibt, OpenWrt Router. Man kann auch vorkonfigurierte Router kaufen. Die sind dann halt schon, da ist dann OpenWrt sozusagen schon drauf. Da ein bekannter Hersteller ist GLINET, also GLINET. Alle Router, die anbieten, die sind alle mit OpenWrt und die sind auch ziemlich kostengünstig. Ja, aber wenn ihr euren Router halt umflashen wollt, um zum Beispiel mehr Funktion zu haben oder halt auch um die Lebensdauer des Routers zu verlängern, damit er nicht auf dem Schrottplatz landet, sucht ihn halt in der Datenbank von OpenWrt und auf jeder Geräteseite, auf der ich war, gab es bis jetzt immer eine Anleitung für die Installation. Also OpenWrt hat dafür immer eine Anleitung und es gibt, sage ich mal, bekannte Wege, das zu installieren. Also man lädt das jeweilige Image halt herunter auf der Seite und je nachdem geht das dann leichter und schwieriger. Also hier ist das schon mal ein bisschen schwieriger. Hier braucht man schon mal einen Fernzugriff, also mit SSH zum Beispiel. Also es sieht schon mal alles ziemlich kompliziert aus. Also wenn ich mir jetzt den neu kaufen müsste, da würde ich mir das mehrmals überlegen. Gucke ich mir zum Beispiel diesen hier an. Das ist ein Lynxis E8450. Da scrolle ich erstmal weiter und hier sehe ich das Feld zur Installation. Wieder die Information, welche Version installiert werden kann. Und hier ist die Installation ganz einfach. Hier lade ich das einfach über die Backup-Variante hoch. Also ich logge mich bei der Standard-Benutzeroberfläche vom Router ein, sage dort, ich möchte ein Update machen mit einer fremden Datei und lade diese hoch. So, dann gibt es auch noch extremere Beispiele. Da muss man auf der Platine Sachen umlöten. Also das ist dann wirklich eine Stufe weiter. Das ist ja auch meistens super erklärt. Hier am Beispiel von einem TP-Link-Router. Und ja, also man hat sozusagen diese drei Entscheidungen. Es gibt noch mehr Sachen. Also aber kurz gesagt kann man halt über das Web-Interface direkt von dem Router, dann über SSH und dann über Umlöten. Aber letztendlich muss man immer dann, wenn das nicht direkt über das Web-Interface geht, per SSH darauf zugreifen. Also damit muss man halt dann vertraut sein, dass man das halt kann, weil man kann halt bei der Installation von OpenWrt, also wenn das schief läuft, kann es halt im schlimmsten Fall dazu führen, dass der Router nicht mehr zu gebrauchen ist. Also entweder man kriegt sich mal hin, die ursprüngliche Firmware wieder drauf zu flashen, oder die gibt es erst gar nicht mehr, also die ist hier nicht mehr zu finden ist. Also sollte man sich das vorher gut überlegen und sich einen Plan machen, wie das funktioniert. So, nachdem ihr OpenWrt erfolgreich installiert habt, könnt ihr euch auch schon bei der Benutzeroberfläche von OpenWrt anmelden. Also das macht ihr ganz normal wie bei den anderen Router, indem ihr die lokale IP eingibt. Das ist meistens 192.168. Also das ist meistens unterschiedlich, die letzten zwei Zahlen. Meistens dann 01, das ist 8. Und ich habe hier als Beispielmodell den GLAXT 1800. Das ist dieser schöne Router hier.
Den habe ich auch durch Recherche gefunden und das ist dieser besagte von GL-INET, weil die kommen immer mit einem vorinstallierten OpenWrt. Das ist keine bezahlte Werbung oder so, das ist einfach sehr einfach. Man kauft den und hat er das installiert. Also so habe ich damit auch erstmal angefangen, bevor ich mich da weiter herangetastet habe. Ja. So. Die Benutzeroberfläche heißt auch Lucy oder Luci. So die Abkürzung dafür. Es gibt auch andere Benutzeroberflächen, die man drauf installieren kann. Aber die reicht für den Anfang komplett aus. Und hier sieht man direkt aus der Startseite so ein paar Basisinformationen wie das Modell, den Hersteller, die Prozessorarchitektur, was ja besonders wichtig ist, wenn man eine bestimmte OpenWrt-Version installieren möchte, damit man eine installiert, die auch wirklich für die Prozessorarchitektur unterstützt wird. Und dann auch noch die Firmware und die Kernelversion. Ja, also das sind so die Basisinformationen, die man hier entnehmen kann. Hier oben sieht man so ein paar Menüpunkte und da kann man sich alles Mögliche anzeigen lassen. Also beim Status hat man einmal diese Overview, da bin ich gerade hier drauf, mit den Statusangaben, Routing, also wenn man zum Beispiel Ports umrouten muss, damit die freigegeben werden, die Firewall, Systemlogs, die einzelnen Prozesse, also den HTOP sozusagen, die Channel-Analyse von den WLAN-Channels und Realtime-Graphs ist die Leistung zum Beispiel oder auch wie viel Traffic gerade im Netzwerk ist. Ja, also vor allem diese beiden Sachen sind bei normalen Router-Firmware eigentlich selten anzutreffen. Hier bei System kann man sich ein paar Sachen einstellen, die ganz nice to have sind, wie zum Beispiel die LEDs, dass sie beispielsweise dauerhaft aus sind. Dann kann man hier rebooten, die Mount Points einstellen, den Startup festlegen, also welche Programme werden automatisch gestartet, wenn ich den Router anmache. Dann die Software. Darauf möchte ich dann gleich nochmal zurückkommen, weil hier kann man halt zusätzliche Software einfach installieren. Und dann bei Network, da hat man einmal die Interfaces. Was ist jetzt Interfaces, fragt ihr euch? Interfaces sind die einzelnen Schnittstellen von den Routern. Also hier haben wir schon einmal bei diesem Modell die Schnittstellen vorne, also LAN 1, LAN 2 und den WAN-Anschluss. Und dann halt noch die Wireless-Schnittstellen. Also das wären hier 2,4 GHz und 5 GHz. Dann kann man auch noch auf die Switch-Konfiguration zugreifen, DHCP und DNS. Also ist gut, wenn man jetzt ein Gerät herausfinden möchte, ein Netzwerk. Was ist das für ein Gerät? Also ja, so das Übliche. Also DHCP-Services hat man eigentlich bei auch normaler Router-Firmware, aber vor allem auf einzelnen Interfaces kann man eigentlich, meiner Erfahrungsgemäß, ist das nicht so weit verbreitet. Jetzt möchte ich zu der Software zurückkommen. So, jetzt bin ich bei dem Feld Software und wenn man hier drauf kommt, sieht man als erstes den freien Speicherplatz. Also hier ist noch nicht viel drauf. Und hier sieht man auch direkt 46,6 MB für den gesamten Speicherplatz, wo man Sachen installieren kann. Das ist nicht viel und das ist bei Routern die Normalität. Also bei normalen kommerziellen Routern wie eine Fritzbox oder eine von TP-Link oder jeden anderen bekannten Hersteller hat man nicht so viel Speicherplatz frei. Deshalb, das macht auch OpenWrt ziemlich besonders, ist es ein bisschen anders in der Bedienung als Linux. Also Bedienung meine ich in der Konsole, wenn man darauf direkt zugreift. Weil normalerweise, wenn man jetzt so einen bekannten Befehl eingibt, wird man merken, hör, das funktioniert nicht. Und zwar sind die nämlich noch nicht installiert
oder halt in abgewandelter Form. Das ist halt einfach die Ursache, um Speicherplatz zu sparen. Also das kann man sich halt einzeln nachinstallieren. Aber normalerweise, wenn man jetzt nicht ganz spezielle Sachen machen möchte, muss man das gar nicht machen. So, wenn ich hier bin, sieht man direkt, welche Pakete ich installieren kann. Die Beispiel hier sieht man auch Aircrack. Ist so ein WLAN-Tool, um für Pentesting zum Beispiel, also für Penetrationstests. Hier sind ganz verschiedene. Oder halt Apache, also ein HTTP-Server. Also könnte ich auch direkt meine Website hier drauf laufen lassen. Das wäre nicht zu empfehlen, weil so ein Router hat nicht viel Leistung. Aber für einen privaten Raum, wenn da jetzt nicht viel drauf ist, dann geht das vollkommen klar. Und solltet ihr nichts sehen, dann klickt ihr am besten mal auf Update List. Dann checkt ihr die offizielle Datenbank ab, was für Software-Packages für eure OpenWRT-Version verfügbar ist. Und dann holt er sich die. Das ist das Äquivalent zum apt-get-update bei Linux. Ja, ihr könnt das natürlich alles unter Konsole machen. Dann müsst ihr halt mit der SSH drauf zugreifen. SSH ist auch meistens schon vorinstalliert. Ich kann mal das auch zeigen und suche hier nach SSH. Und ja, Beispiel Dropbear, das ist meistens installiert, das ist wichtig für SSH und andere SSH-Dienste. Also ja, muss man sich ein bisschen zurechtsuchen, weil manchmal ist das hier so ein bisschen komisch mit Auto-SSH und bla bla bla, weil es so viele Pakete gibt. Aber so die grundlegenden Sachen wie SSH, das ist immer vorinstalliert. Im zweiten Teil des Videos möchte ich jetzt auf ein praktisches Anwendungsbeispiel eingehen und ich möchte euch da zeigen, was man zum Beispiel mit so einem OpenWRT-Router machen kann. Also jetzt hat man OpenWRT installiert, alles funktioniert, aber was mache ich jetzt mit meinen ganzen Möglichkeiten? Und eine ganz gute Möglichkeit ist es, das Intrusion Ejection System Snort auszuprobieren. Ein Intrusion Ejection System ist ein Netzwerksicherheitstool, womit man Aktivitäten im Netzwerk überwachen kann, um daraufhin zu reagieren. Also kurz gesagt, Snort, also das IDS, schaut im Netzwerk nach Anomalien, nach Signaturen oder bestimmten Verhaltensweisen, die man vorher vorkonfiguriert hat. Und daraufhin tut Snort halt den Admin eine Benachrichtigung senden oder tut den Netzwerkverkehr sogar direkt blockieren. So, ich bin jetzt auf der Homepage von Snort und hier kann man sich jede Menge Informationen entnehmen, wie man zum Beispiel das installieren kann. Und hier kommt gleich der Knackpunkt der ganzen Geschichte. Normalerweise installiert man Snort auf dedizierten Clients. Also Snort macht man normalerweise in den meisten Fällen auf einen extra Rechner und dadurch schleift man den Netzwerkverkehr durch. So, aber im Heimanwenderbereich hat nicht jeder einen Computer frei für diese Anwendung oder möchte diesen dafür neben den Router hinstellen oder sonst wo in seine Wohnung. Und daher schlägt man sozusagen zwei Fliegen mit der Klatsche. Ich habe einmal ein sehr gutes IDS und ich habe nicht ein weiteres Gerät herumstehen. Und das ist halt dieser Riesenvorteil in OpenWRT, dass ich solche Drittanbieter-Software ohne Probleme installieren kann. Und selbstverständlich gibt es da wieder auch eine Dokumentation dafür. Und ja, hier ist auch wieder alles erklärt. Also man installiert das über die Konsole oder halt auch über das Softwarepanel, was ich gerade schon gezeigt habe, wo ich dann einfach nach Snort suchen kann. Das Snort für OpenWRT ist auch eine abgewandelte Form vom Snort. Also das merkt man spätestens bei der Konfiguration. Auf den genauen Vorgang der Konfiguration würde ich später in einem anderen Video nochmal näher drauf eingehen, weil das sehr weit sich ausdehnt. Also da muss man sehr viel beachten, vor allem bei der Rules-Erstellung, also eine Rule. Da kann ich beispielsweise sagen, blockiere mir jeden Zugriff von der IP-Adresse XY. Und genau, das ist das kurz gesagt. Ja. Und dadurch kann man halt auch sein Netzwerk daraufhin anpassen,
dass man potenziell unsichere Geräte direkt aus dem Verkehr ziehen kann. Also ich hole mir ein neues Gerät, wo ich nicht die Herkunft von kenne, sei es ist es von einem chinesischen Händler oder von irgendeiner eBay-Auktion. Und ich habe vorher Regeln eingespeichert. Die bekannten Regeln davon sind die Community Rules. Das sind immer die bekanntesten Regeln, Regelsätze, also welche Sicherheitslücken es gibt, welche Exploits. Und dann kann ich mir halt da eine Benachrichtigung ausgeben lassen oder den Netzwerkverkehr blockieren. Also man spricht halt von Network Intrusion Detection und Network Intrusion Prevention System, also IPS und IDS. Und beides kann Snort. Und das macht es halt so vielseitig. So, und da sind wir leider schon am Ende von diesem Video. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Sachen mitnehmen und dass ihr jetzt mehr weißt als am Anfang. Ja, ich wollte in diesem Video vor allem auf die Grundlagen eingehen und wie man in das ganze Thema einsteigt. Also nicht nur OpenWrt, sondern allgemein in die Netzwerktechnik, deswegen auch den Teil mit Snort. Ja, schreibt gerne in den Kommentaren, was für eine Idee ihr habt, also was würdet ihr mal gerne mit OpenWrt ausprobieren. Ihr könnt das ja sehr gerne mit Snort ausprobieren und in den Kommentaren euer Ergebnis schreiben oder eure Erfahrungen. Wenn besonders viele Meldungen kommen, können wir auf jeden Fall einen zweiten Teil machen, wo wir näher auf Snort eingehen, denn Snort ist sehr vielseitig und da kann man sehr viel beleuchten. Und ja, folgt uns auf Instagram, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid für unsere weiteren Projekte. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.